Start zum Hohenzollernberglauf im Weiherstadion in Hechingen am Sonntagvormittag. Von Hechingen bis hinauf in den Burghof der Burg Hohenzollern. Das entspricht einer Entfernung von 8 Kilometern bei einem Höhenunterschied von mehr als 300 Metern. Mehr als 400 Läuferinnen und Läufer haben die Strapazen auf sich genommen und das bei sehr trübem und nassem Wetter. Der Vorjahressieger Philipp Brutto hatte schon auf halber Strecke viel Abstand zwischen sich und dem Feld gelassen. Er erreichte am Ende auch als Erster den Burghof. Schnellste Frau war Katrin Köngeter, die ebenfalls bereits im Vorjahr gewonnen hatte. Für die meisten ging es aber nicht um den Sieg, sondern darum, eine gute persönliche Leistung zu bringen. Das Ziel, oben anzukommen, wurde übrigens mit einer Ausnahme von allen Läufern erreicht.